Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Shoot. Heute sind wir hier in Bochum auf dem Schießstand und mit dabei ist die XCR von Robinson Armament, die seit kurzer Zeit hier in Deutschland von der Firma Elbetech vertrieben wird. Lars Brüggemann, ihr erinnert euch, ich hatte ihn euch im Video über die IWA 2016 vorgestellt. Ja, und heute sind wir tatsächlich auf dem Schießstand und werden mal hier die XCR-M, das ist also die größere Variante von dem Gewehr, einfach mal probeschießen und euch den ganzen Kram ein bisschen vorstellen. Viel Spaß! So, wir testen jetzt die XCR-M im Kaliber 308, also in dem großen Kaliber, das es für diese Variante der Waffe gibt, auf 50 Meter. Wir machen mal 5 Schuss, einfach um mal zu probieren, wie die Waffe so funktioniert. Ich habe sie mir gerade schon mal angeguckt, auf jeden Fall sieht sie geil aus und auch die Handhabung ist super, ist alles so an seinem Platz, wie man das auch erwartet. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir es einfach mal aus. Sehr schön. Ja, ich hole die Karte jetzt mal zurück. Wir gucken mal, wie wir geschossen haben. Ich habe allerdings schon gemerkt, ich hätte vielleicht vorher das Zielfernrohr auf meine Dioptrienzahl einstellen sollen. Ich habe das Fadenkreuz nicht richtig gesehen, aber gucken wir einfach mal. Oh, und selbst, und obwohl ich echt nichts gesehen habe, richtig groß am Fadenkreuz, 1, 2, 3, 4, 5. Und die drei sind sogar aneinander hier, also kann man wirklich sagen, Ass rein, auf 50 Meter auf jeden Fall schießt die Waffe sehr präzise. Und der Rückstoß übrigens, der ist auch wirklich sehr geil irgendwie. Ist eine 308 ist schon natürlich ein recht heftiges Kaliber, aber der Rückstoß macht eigentlich nicht viel aus. Eben auch wegen der Mündungsbremse und Claudia hat es beim Film auch schon wieder gemerkt. Mal gucken, wie die Bilder so sind, hat sie gewackelt oder nicht, wir werden es sehen. So, liebe Leute, jetzt schießt Claudia mal mit der Waffe. Ich habe sie ja gerade schon geschossen und fand es auf jeden Fall super. Jetzt gucken wir mal, was Claudia dazu meint. Okay, ich wackel auch ein bisschen mit der Kamera. Heiß, ne? Habe ich auch gehabt. Boah, diese Mündungsbremse, Alter. Und was meinst du? Ich habe auf jeden Fall in die Zehen getroffen. Bist du sicher? Ja. Hast du gesehen? Ja, klar. Ja, dann gucken wir mal nach. Ja, neben meinen, ne? Ja, sieht doch super aus. Der hier ist ein bisschen weg, aber die anderen sind alle da, wo ich auch so, ne? Ja, aber das Fadenkreuz habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Ja, dann gucken wir jetzt mal weiter, was wir noch so mit den anderen Modellen der XCR so anfangen können. Also das hat mir schon mal richtig gut gefallen.
Super Ergebnis auf 50 Meter, lässt sich astrein schießen. Abzug ist auch richtig geil und wir gucken mal. Ja, jetzt haben wir gerade schon die XDR M für euch getestet, also die größere Variante der Waffe. Jetzt haben wir die L und zwar im Modell Competition, also das, was man so als Sportschütze nehmen würde, im Kaliber 223 Remington. Und das habe ich gerade mal schon so ein bisschen angehalten. Das ist auch ein sehr schönes Setup und das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie es so funktioniert. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, was das Ding so kann. Dann schauen wir mal, was wir getroffen haben. Ah, sehr schön. Ja, schöne Waffe, lässt sich super schießen. Rückstoß ist sehr gering. Ist halt auch ein Kompensator vorne drauf und Kaliber 223 ist ja eh nicht so heftig. Abzug ist gut, auf jeden Fall. Und was mir auffällt, die Waffe hier ist jetzt wesentlich leichter als die M. Also die XDR M, die war doch durchaus schwerer. Und die ist jetzt also durchaus wesentlich leichter und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie für dynamische Disziplinen sehr gut geeignet ist. Tolle Waffe. So Leute, jetzt haben wir noch was ganz Besonderes für euch und zwar ist das eine XCRL mit Prinzschalldämpfer im Kaliber 223. Nee, scheiße nochmal. Und zwar eine XCRL mit einem Prinzschalldämpfer und wir schießen die Waffe jetzt mal hier ohne Gehörschutz, um mal zu demonstrieren, wie wirkt das so mit einem Schalldämpfer. Kaliber ist 300 Blackout, Subsonic Munition, also Unterschallmunition. Und ja, schauen wir mal, wie laut es ist und gucken, ob es Spaß macht. Läuft gut und sehr leise. Ja, jetzt habt ihr mal gehört, wie sich das so anhört, wenn man mit Subsonic-Munition und einem Schalldämpfer schießt. Vom Schussgeräusch her muss ich sagen, es ist erträglich. Es ist natürlich immer noch laut, aber ohne Gehörschutz ist es jetzt so, dass es nicht in den Ohren klingelt. Also man hat keinen Schmerz in den Ohren. Also lässt sich durchaus so in der Konfiguration angenehm auch ohne Gehörschutz schießen. Und ich denke, wenn man den Gehörschutz dann auch noch zusätzlich aufhat, hört man gar nicht mehr viel. Und das ist natürlich auch gut, weil Lärmschutz ist auch für uns natürlich ein wichtiges Thema. Und deswegen wäre es schön, wenn das mit den Schalldämpfern auch noch für Sportschützen freigegeben würde. Für die Jäger wird ja gerade dran gearbeitet. Einige Bundesländer zicken noch ein bisschen rum. Aber in einigen Bundesländern gibt es eben schon die Freigabe für den Schalldämpfer zur Jagd. Begrüßenswert und wir hoffen, dass sich die ganze Sache ein wenig durchsetzt. So, jetzt haben wir noch was sehr Cooles für euch und zwar ein XCRL Mini mit einem recht kurzen Lauf im Kaliber 7,62x39. Das Kaliber kennt ihr sicherlich. Das ist das Kaliber der AK. Zumindest das Originalkaliber gibt es ja für Sportschützen auch im Kaliber 223 zum Beispiel. Ja, und sehr kurz und wir schauen mal, wie das so schießt. Ich bin schon ganz gespannt. Weißt du, was witzig ist? Es fühlt sich auch an wie eine AK, vom Rückstoß her. Was soll ich jetzt sagen? Spasiba?
Passiva ist das richtige Stichwort, das ist nämlich russisch und heißt Danke. Ich danke euch fürs Zusehen, ich danke der Firma Aerotech und Lars Brüggemann, der uns die Vorstellung der wirklich interessanten XCR ermöglicht hat. Die XCR ist eine wirklich tolle Waffe, die jetzt endlich auch hier in Deutschland in geschätzt 1 Million Konfigurationen erhältlich ist. Geht einfach mal auf die Webseite xcrshop.com. Wenn ihr mehr erfahren wollt, sobald ich das Geld habe, kaufe ich mir eine, denn die Präzision, die Handhabung und das Gesamtkonzept hat mich wirklich überzeugt. Liken und teilen nicht vergessen. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Das machen wir nochmal. Das ist besser, glaube ich.